Sehr schön. Wir haben gestern über das da gesprochen. Also, jein, ich habe es euch gezeigt und gesagt, ich würde heute über das da sprechen. Was ist das? Haben viele gefragt. Was zur Hölle ist das? Und das ist etwas, das ich euch tatsächlich nicht vorenthalten, sondern zeigen möchte. Und dafür nutze ich den heutigen Morgen, weil ich denke, Frühstücksfernsehen ist ein guter Zeitpunkt, um über sehr, sehr schöne Produkte zu reden, die vielleicht nicht so Standard sind, die ein bisschen was Besonderes sind und euer Rollenspiel ein bisschen aufwerten. Und deswegen reden wir über dieses Eckige. Ich mache mal kurz meine Tischkamera an. Da habe ich nämlich ein zweites Exemplar davon liegen. Zack, da liegt das zweite Exemplar. Und zwar der Player Companion von Dragon Shield. Der da ist in Grau und der da ist in Rot. Ansonsten sind die beiden baugleich. Ich möchte euch die einmal zeigen. Ich bedanke mich bei Burst, unserem Großhändler, die uns das zur Verfügung gestellt haben, damit wir euch das hier zeigen können. Ja, ich habe eine Tischkamera. Ich hole das mal heraus und ihr seht mit Erstaunen, guck mal, das ist ja das gleiche wie das, was da oben liegt, nur in Grau. Verrückt. Verrückt. Einmal genau das gleiche. Auf der Oberfläche befindet sich ein schöner Prägedruck. Das Ganze hat so. Es fühlt sich sehr wertig an. Das Ding ist aus Kunststoff, fühlt sich aber, wenn man drüber fühlt, fühlt sich so ein bisschen lederig an. Fühlt sich sehr gut an. Hier unten kann man es aufmachen. Es ist mit einem Magnetverschluss verschlossen und wir öffnen das mal und sehen den Player Companion. Ich nehme mal das Innenleben heraus und dann seht ihr, worum es sich dabei handelt. Wir haben eine Aufbewahrungsmappe für eure Charaktere. Hier unten könnt ihr euer Notizbuch reinlegen oder euer Regelbuch. Achtung, das Ding kommt aus Amerika. Dementsprechend könnt ihr halt Regelbücher im Letterformat oder kleiner reinlegen. Das ganze Ding ist innen mit Stoff bezogen. Hier, wo jetzt zurzeit dieser Stift drin ist, könnt ihr eure Würfel vernünftig reintun. Hier oben, wenn ihr mit Miniaturen spielt, die Mini von eurem Charakter. Und das hier ist gedacht, um ein Tablet reinzustellen. Also hier an der Seite könnt ihr ein Tablet reinstellen und wenn ihr das dann vor euch liegen habt, könnt ihr hier auf dem Tablet noch alles sehen. Ich zeige euch mal den Deckel, denn das finde ich eine sehr schöne Idee. Der Deckel hat hier eine Folie und ihr schiebt unter die Folie euren Charakter drunter und könnt dann mit dem mitgelieferten Folienstift auf dem Charakterbogen schreiben und euch Notizen machen und könnt es hinterher wieder abwischen. Damit versaut ihr euch euren Charakterbogen nicht und könnt trotzdem drauf notieren, wenn ihr Leben verloren habt oder sich irgendwas ändert, kurzfristige Änderungen. Könnt ihr den Charakterbogen hier unter diese Folie packen, mit dem Folienstift draufschreiben. Das Ding ist mega gut. Also ist wirklich sehr, sehr schön. Es sind dann noch so ein paar Kleinigkeiten drin. Und zwar ist. Und das finde ich eigentlich süß. Es ist noch ein Mini-Adventure mit drin in dieser Hülle. Also wirklich bloß so ein kleines Adventure. Und nochmal ein Erklärungsbogen, wie der Gerät funktioniert. Hier seht ihr das nochmal alles von dem Player Compendium. Ich schiebe das mal, genau. Schiebt das so hin. Hier in der Mitte könnt ihr das auch als Dice Tray benutzen. Oben kommt das Tablet rein, unten Würfel und Figur und so weiter. Sehr, sehr schick. Wie gesagt, es fühlt sich wirklich edel an. Es fühlt sich richtig, richtig edel an. Und das da ist bloß für den Transport jetzt, für den Anfang. Wie gesagt, wenn ihr DSA spielt oder sowas, passt es nicht.
Denn, also ihr könnt die Softcover von DSA hier durchaus reinpacken, aber die Hardcover-Bücher von DSA sind A4, die passen hier nicht rein. Also in dem Fall ist es wirklich für den Spieler, es geht um Notizen, die Softcover sind für die Spieler eh viel, viel spannender. Das heißt, ihr könnt eure Softcover-Regelbücher, Charakterbogen, alles, was ihr braucht, packt ihr in diese Kiste. Wie gesagt, hier unten ist so ein kleines Stoffbänzel. Das Ding ist mit Magnet gut verschlossen. Es ist wirklich hochwertig und edel. Es fühlt sich toll an. Und ich glaube, dass man da sehr lange Spaß mit haben kann. Das Ganze gibt es zum einen, wie gesagt, in diesem Anthrazit-Grau, würde ich sagen. Und in diesem wunderschönen Rot. Das sind die beiden Farben, in denen ihr das erhalten könnt. Wirklich, wirklich, wirklich hübsch. Wenn du Uzilu, Lucy Lou, Lucy Lou, ha, man muss bloß drüber gucken, Lucy Lou, dann bist du hier genau richtig. Wenn du Pen and Paper cool findest und noch nicht so viel Erfahrung damit hast, hast du den Kanal für dich gefunden, den du ab jetzt nur noch brauchst. Alles andere kannst vergessen. Der Kanal hier ist richtig für dich. Schön, dass du da bist. Also, das Ganze auch noch nicht nochmal in Rot. Grau und Rot sind die Farben. So, danke Lucy Lou für den Follow. Jetzt gibt es aber, wie wir alle wissen, nicht nur Spieler, sondern auch Spielleiter. Das hier ist, ihr habt es auf der Verpackung gesehen, ich kann es euch nochmal zeigen. Der, so, dann spiegelt es auch nicht, Player Companion. Player Companion. So. Es gibt nämlich auch noch den Game Master Companion. Und jetzt kommt's cool. Genau. Grasshopper Maus schreibt es schon zur Zeit. Für eine kurze Zeit kostet es 45. Nach dem Erscheinen wird der Preis eher Richtung 60 gehen, 55, irgendwie sowas. So, gut. Wir kommen zu dem etwas größeren. Ein Riesenpaket, dickes Ding, hör mal. Der Game Master, so, da sieht man es, Game Master Compendium. Wie ihr seht, schon eine etwas größere Schachtel. Ich hole das mal hier heraus, der Game Master Companion. Zack, bumm. Eine riesendicke Box. Game Master Companion. Das ist mal ein Teil, wa? So. Ich halte es auch mal hier unten in die Kamera. Ihr seht hier sehr, sehr cool diesen Prägedruck. Kann man den erkennen? Könnt ihr das erkennen? So sieht man es. Dieser Prägedruck mit den Würfeln da drauf ist natürlich sehr, sehr geil. Ich habe gesagt, Gordian, große Dinge. Das hier sind noch Sachen, die in Ordnung sind. So, der Game Master Companion. Wenn eine Gruppe einem Spielleiter eine Freude machen wollen, dann ist das hier absolut perfekt. Denn ich schlage das Ganze mal auf. Und nehme das Innenteil heraus. Das hier, da mache ich jetzt mal die Tischkamera kurz aus. Einen Moment. Das hier ist ein Universalspielleiterschirm. Also das, was um diese Zentralbox drumherum ist, ist ein Querformat A4 Universal-Spielleiterfirmen. Auf der Seite seht ihr hier dieses schöne Muster. Auf der Rückseite sieht man diese Würfelzusammenstellung.
Und hier auch nochmal ein Drache, der da hinspuckt. Wirklich, wirklich hübsches Teil. Das ist super hübsch. Ich drehe das Ganze mal zu euch um. Dann seht ihr nämlich, wie die Spielleiterseite aussieht. Ihr seht, hier habt ihr diese beiden Kunststofflaschen. Da könnt ihr A4-Ausdrucker reinpacken. Auch die Rückseite hier ist mit Stoff bespannt. Hier könnt ihr eure Notizen reinpacken, eure Tabellen. Hier habt ihr eine Lasche, um irgendwie Stifte dran festzubringen. In der Mitte nochmal sowas. Hier habt ihr nochmal Laschen und einen weiteren, um da Zettel dran zu bringen. Das hier ist einer der besten leistbaren Universalspielleiterschirme, die ich bisher gesehen habe, muss ich sagen. Denn es gibt noch den anderen Kunststoff. Universalspielleiter, den gibt es leider nicht in Hochkant. Den gibt es so, den gibt es in Quer. Mir persönlich gefällt Quer auch deutlich besser, denn man baut nicht so eine hohe Mauer vor seinen Spielern auf. Gut. Warum finde ich den hier besser? Der andere Universalspielleiterschirm, der auf dem Markt ist, ist im Letterformat. Der hier ist A4. Das heißt, ihr könnt euch ganz normal zu Hause auf eurem Drucker das, was ihr fürs Abenteuer braucht, die Tabellen, die ihr braucht, die Regeln, die ihr braucht, könnt ihr euch ausdrucken, hinten in diese Laschen reinstecken und habt drei Tabellen, die ihr zur Verfügung haben braucht. Und jetzt kommt etwas, was noch geiler ist. Denn auch hier drin befindet sich ein, und gleich finde ich ihn, wo ist er? Ist in der Stift. Ach, das ist der Stift, der bei mir im Büro auf dem Schreibtisch liegt. Also, hier befindet sich auch so ein Stift drin, wie er in dem anderen war. Also so ein Folienstift. Und wir alle wissen, wie schwer es ist, Überblick über die Initiative zu behalten. Wer ist wann dran? Wer macht was? Wer tut was? Wer kann noch handeln? Wer kann nicht mehr handeln? Dafür gibt es hier diese schönen weißen Kunststoffkarten. Auf die schreibt ihr die Namen eurer Monster drauf und die Namen eurer Spieler. Manchmal sind auch die Spieler die Monster. Und dann könnt ihr hier oben die Karten hinstecken. So, dann habt ihr hier, das sind zwei Karten, deswegen ist das auch so eng. Dann habt ihr hier die Initiative-Reihenfolge. So, ich nehme mal die hier außen weg, dann kann man das besser zeigen. Hier in die Mitte passen vier Stück rein. Nehmen wir an, hier, der war dran. Dann nehmt ihr das raus, schiebt diese Karten zur Seite, steckt den hier wieder rein und wisst, der ist dran. Und so wandert die Initiative immer eins weiter. Das funktioniert sehr gut. Wirklich, wirklich sehr gut. Ehe wir euch sagen, was die Spielleiterversion kostet, wir sind ja noch nicht fertig. Das hier ist ja nur das Außenleben von dieser Box. Wir haben ja noch das hier. Und das hier ist die Box, die drin ist. Es gibt insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück von diesen Schaumstoffhaltern. Hier passen zum Beispiel die Karten oder andere Spielkarten rein. Hier könnt ihr Würfel und Figürchen reinpacken. Und das Wundergute ist, ich habe hier ein DSA-Buch. Das hier ist A4. Ihr könnt zum Transport auch noch die Bücher reinpacken und A4-Bücher passen für den Spielleiter rein. Das heißt, ihr könnt eure Regelbücher hier drin transportieren, Figürchen, Würfel, alles, habt den Spielleiterschirm außenrum,
zum Zusammenpacken befindet sich noch so ein Gurt mit da drin. Damit, ja, das DSA-Buch kommt wieder raus. Komm, zack, ist das DSA-Buch wieder raus. Also hier passen auch A4-Bücher rein, das wollte ich damit zeigen. Dieser Gurt, den kann man außen rum packen. Wie gesagt, hier sind noch weitere Schaumstoffeinleger mit drin. Wenn man sehr, sehr viele Figürchen hat, zum Beispiel, hat man hier, zack, kann man das, dann spart man sich die Regelbücher. Man kann zwei von den Sets rausnehmen und macht stattdessen ein Buch rein. Oder nimmt vier von den Sets raus und macht mehr Bücher und Blöcke rein und hat damit alles zusammen. Zum Einpacken nimmt man den Spielleiterschirm, stellt die Box da drauf, klappt einmal, klappt zweimal und zack, hat man alles. Hat man alles zusammen. Das Ding hier ist Gold für jeden Spielleiter. Die Haptik ist absolut edel. Es fühlt sich gut an. Man muss ein bisschen damit leben. Es ist halt Kunststoff, dass es am Anfang nach Kunststoff riecht. Ich denke, das geht wieder raus. Wie gesagt, hier dieser Gurt ist dabei, um das Ganze zusammenzuhalten. Hier habt ihr noch, finde ich auch sehr schön, noch einen Beispiel NSC mit drin, den ihr benutzen könnt. Ihr habt noch diesen Guide to Roleplaying mit drin. Und hier seht ihr es nochmal genau, wie das so zusammengesetzt ist. Ne? Ihr seht hier die Spielleiter-Variante, da die Spieler-Variante. Warum habe ich euch das so lange gezeigt? Weil das ein Produkt ist, wenn wir das bei uns in den Shop gepackt hätten. Einfach so. Dann hättet ihr niemals erkannt, wie toll dieses Ding ist. Dadurch, dass ich es euch hier jetzt sehr eindeutig gezeigt habe, wie dieses Ding funktioniert, denke ich, ist klar geworden, dass, also ich meine, der Player Companion ist ja schon cool. Aber dieses Spielleiter-Ding ist schlicht und ergreifend großartig. Und ich schaue noch einmal auf den Preis. Der Game Master Kit kostet, was hat der Lurch geschrieben? Genau, kostet jetzt in der Anfangsaktion kostet er 70 Euro und wird hinterher eher so auf 85 gehen. Das heißt, wie kommt ihr für euren Spielleiter, den einen der meistgeliebten Menschen, den ihr habt, euren Spielleiter? Wie kommt ihr da dran? Ihr geht auf lurchundlama.de. Wir werden dort eine Vorverkaufsaktion machen und werden euch das Gerät da anbieten. Da könnt ihr das kaufen. Die Vorverkaufsaktion geht bis... Bis wann machen wir den Vorverkauf? Eine Woche? Diese Woche noch? Ist schon drinne. Hervorragend. Grasshopper Maus. Bis wann machen wir den Vorverkauf? Zum super-duper Sonderangebot? Ich bräuchte schon mal eine Antwort. Wir müssen nächste Woche Montag bestellen. Das heißt, bis Sonntag könnt ihr euch entscheiden. Also bis Sonntag könnt ihr euch entscheiden und überlegen, ob ihr das haben wollt. Ich kann es nochmal sagen, das Player Companion bekommt ihr für den schlappen Preis von 45 Euro. Das Spielleiter-Kit bekommt ihr für 70 Euro. Ich finde tatsächlich, man überlegt immer erst so, boah, 70 Euro, aber wenn man überlegt, das Ding ist wirklich solide gebaut und man kann es dadurch, dass es universell ist, für jede seiner Spielrunden benutzen. Das heißt, man muss ja bloß hinten diese Teile austauschen, die drei Blätter, die da drin sind, und kann es für die nächste Spielrunde benutzen. Ich halte das für wirklich toll. Vielen Dank für Ihre geschätzte Aufmerksamkeit, meine Damen und Herren.